Ob Fürstin Charlene diese Bilder gefallen werden? Ihr royaler Gatte Fürst Albert wurde nun erneut beim Fremdflirten erwischt. Sie ist die hübsche Brünette, mit der er hier so ausgiebig lacht. Wenn eine Beziehung gut funktionieren soll, müssen beide Partner an einem Strang ziehen. Doch während Fürstin Charlene von Monaco tapfer um ihre Ehe kämpft, genießt Fürst Albert von Monaco offenbar lieber das Leben. Schöne Frauen dürfen dabei nicht fehlen. Schon wieder flirtete er fremd. Charlene von Monaco, wer ist die Brünette an Fürst Alberts Seite? Nicht nur Paris ist die Stadt der Liebe, auch Rom kann da ganz gut mithalten. Genau dort nahm sich Albert eine Auszeit vom stressigen Palastleben. Beim bekannten Ryder Cup, es ist das populärste Golfmannschaftsturnier überhaupt, genoss er die Gesellschaft einer äußerst attraktiven Frau. Und die Brünette ist nicht irgendwer, ihr Name lautet Lavinia Biagiotti. Sie ist die Tochter der berühmten Parfümschöpferin Laura Biagiotti 73, und zugleich die Präsidentin des Marco Simone Golf and Country Clubs in Rom. Dass sich dann Fürst und Unternehmerin in der VIP-Lounge eines Golfturniers treffen, kann natürlich reiner Zufall sein, vielleicht aber auch nicht. Jedenfalls unterhielten sich die beiden sehr angeregt, lachten viel miteinander, hatten Spaß und verstanden sich ziemlich gut, wie man auf zahlreichen Fotos sieht. Ehefrau Charlene, die in Rom nicht gesichtet wurde, muss das schon einen ordentlichen Stich versetzt haben. Denn man hat den Eindruck, so ausgelassen, wie der Fürst war, sieht man ihn in Charlenes Nähe eher selten. Mit unserer Ehe ist alles in Ordnung, versicherte die Fürstin trotzdem noch vor kurzem. Ich finde die Gerüchte zermürbend und anstrengend. Früher begleitete Charlene ihren Albert eher selten zu Terminen. Aber jetzt gibt sie sich alle Mühe. Sie steht so oft wie möglich an seiner Seite. Wie in jeder Ehe muss man für das Glück etwas tun. Doch sollte nur sie an diesem Strang ziehen, ist das eine einsame Sache. Und kein Sieg für die Liebe.